Hi, ich bin der Günther, ich bin aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, einfach kurz gefasst, die letzte Folge hat für das Story-Finale und den Arena-Leiter der Stadt gereicht. Wir machen uns heute auf zur Siegesstraße. Heißt, dieses Projekt wird vermutlich innerhalb der nächsten 2-3 Folgen enden. Egal wie. Und ich kann ankündigen, es klingt für euch jetzt vielleicht bescheuert. Ihr wisst ja, ich bin bereits übel gehypt auf die Nuzlocke, die danach starten wird. Und inzwischen hat sich ergeben, auch durch eine neue Idee. Ja. Das klingt jetzt sau komisch, deswegen weiß ich gerade nicht, wie ich das genau sagen soll. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich Luigi's Mansion noch dazwischen schiebe. Es kann sehr gut sein, dass ich deswegen noch ein bisschen warten werde. Aber es wird nicht nur eine Nuzlocke beginnen, sondern zwei. Auch wenn eine absolut nicht das sein wird, was ihr erwartet. Das habe ich jetzt relativ kurzfristig entschieden. Einfach weil ich wirklich ein sehr cooles YouTube-Video mit einer sehr geilen Idee gesehen habe, die ich eben jetzt auch umsetzen will. Vor allem, weil ich mir vorstelle, Mann, nee, immer wenn ich das Ding sehe, denke ich mir, warum war das nicht mein Encounter? Und hier sind wir. Evergrade City. Als ob dir Lapras als Encounter gegeben hätte, du kannst mich so im Viereck. So. Hier ist die Stadt, die zur Siegesstraße führt. So, jetzt wird's wirklich spannend. Die Siegesstraße bringt uns einen letzten Encounter. Ansonsten, wenn der nichts wird, ist das hier das Team, das am Ende alles regeln muss. Ich habe natürlich auch noch ein Formeo, das Entoron ist zu einem Ei geworden. Also ein Formeo und ein Baldorfisch in der Hinterhand, aber ne? Gehen wir rein. Die Siegesstraße. Und unser letzter Encounter des Projekts. Ich guck nicht hin. Was ist dieser Ruf? Okay, ich habe bei dem Ruf gerade wirklich Hoffnung gehabt, dass es was absolut Krankes ist. Aber ich will jetzt nicht behaupten, dass das Ding schlecht ist. Wenn ich es bekomme, dann würde ich es schon mitnehmen. Ich wechsle mal auf Voodoo in der Hoffnung, dass das Ding eine starke Normalattacke auspackt. Oh, Verwirrung. Außerdem wird Voodoo es nicht one-hitten. Das ist ein Vorteil von Nightshade. Ey, ist das gerade ein Gag? Dreimal selbst gehittet und fast tot deswegen. Aber das Ding wirkt nicht so, als könnte es Voodoo angreifen. Oh, natürlich. Das macht ja auch keinen Damage. Das Ding kann doch hitten. Und zwar relativ stark. Bob, du bist tanky. Bob, du bist nicht tanky! Ey, das Ding macht sack viel Schaden. Bitte bleib im Ball. Ich kann es jetzt gar nicht gebrauchen, dass das Ding auch noch... Oh nein. Jetzt mal wirklich. Ich bin gerade in einer richtigen Scheißsituation. Das Ding hat theoretisch eine nicht schlechte Chance, noch wen aus meinem Team auszunocken.
Gebt euch diesen Damage! Ey, ich darf drin bleiben. Mein Team ist richtig im Arsch. Stimmt, ich bin auch dumm, Alter. Das Ding hat die ganze Zeit seinen Angriff in die Hölle gepusht. Ich nutze die Gelegenheit, um hier einmal Bob was reinzudrücken. Und es macht einen sehr schlechten Move. Und gibt mir die Gelegenheit, auch Voodoo noch was zu geben. Und einen Ball zu schmeißen. Jawohl! Sehr schön. Uff. Das war echt knapp. Das Ding hätte theoretisch. Zum Glück war das. Oh Gott. Uff, danke. Zum Glück war das nicht mein Encounter. Alter. Das Ding hätte instant hier fett Probleme machen können. Ich habe hier ein paar Pokémon vergessen, wie ich merke. Also selbst wenn wir scheitern, ein bisschen was haben wir noch im Team. Dich auf jeden Fall als neues Highlight. Aber lasst uns hoffen, dass wir es nicht benötigen werden. Lasst uns hoffen, dass wir es schaffen. Lasst uns hoffen, dass ich genug Schutz eingepackt habe. Und lasst uns wissen, dass ich das nicht habe. Yay. Ich habe keinen... Stimmt! Wir sind hier ja nicht in Omega Rubin Alpha Saphir. Hier kommt der Typ ja am Anfang, der sie... Alter, stellt euch vor, ich wäre nach dem Kampf gegen dieses Scheißviech gerade ein paar Meter weiter gelaufen. Der Typ ist jetzt nämlich krass und will kämpfen. In Omega Rubin Alpha Saphir hat er sogar einen saugeilen Soundtrack. Und wisst ihr was? Wir verzichten für den Kampf jetzt mal auf Ingame-Sounds. Hallo? Und nehmen das Omega-Rubin-Theme rein. Ich habe keine Ahnung, ob es laut genug ist. Ich hoffe. Einen Moment, ich stell's lauter. Wenn's zu laut ist, sorry. Ich hoffe auch, es bringt... Ja, ich merke schon, das ist nicht so schön für die Performance. Aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wären so ein Pokémon-Kampf jetzt wichtig. Okay, jetzt hat sich auch wieder gefangen. Wir beginnen mit Amaldo, das direkt eine Schwäche gegen mein Erdbeben hat. Und deswegen doch keine Schwäche gegen mein Erdbeben hat. Ja, den Satz lasse ich mir patentieren. Ist Käfer, ist Boden nicht sehr effektiv auf Käfer? Aber Gestein ist sehr effektiv. Und damit habe ich Amaldo raus. Scheiße, ich hab's verwechselt. Aber bist du nicht ein Poison? Ja. Oh Gott. Okay, das bringt ihm gar nichts. Das war das zweite Pokémon. Azumarill, das ist nicht stark. Aber ich hab nichts gegen Wasser. Junge, was ist das? Das ist ja mal richtig lächerlich. Alter, jetzt nutzt es noch den Bull. Das Ding macht auch Stärke, Lel. Guter Kampf, Stärke gegen Stärke. Sonflora, jawohl. Arcani, erster Auftritt in diesem Let's Play. So wirklich. Und warte, ist das schon sein letztes? Habe ich richtig gesehen? Ey, was ist denn mit diesem Protect? Jawohl. War es das echt schon? Nein, er hat noch einen Vulnona. Komm. Der Held des Teams. Der Held von Team Himmel. Oder? Was hast du für ein Moveset?
ein absolut beschissenes! Hilfe, das muss ich ändern! Der Held von Team Himmel und des neuen Teams. Bob, los! Besieg sein letztes Pokémon! Vulnona, absolut übertrieben cooles Pokémon. Ein Double Team, Alter. Die haben doch alle Double Team oder Protect drin von dem, oder nicht? Der Surfer macht viel Damage. Sehr viel Damage. Er nutzt einen Full Restore. Das bringt ihm halt gar nichts. Und es imitiert nur meinen Surfer. Das macht ein... Ja, sehr schön. Wow. Also ich muss sagen, im Originalkampf ist der Typ stärker. So, aus die Musik und an die hier. Voodoo kriegt ein Level. Und das... Jetzt mal... Ich will ja nichts sagen, wie auch immer du auf Deutsch nochmal heißt. Du bist unwichtig, ich habe deinen Namen vergessen. Aber dir ist durchaus bewusst, dass mir dieses scheiß wildende... Wildende, Alter. Das wildende... Dieses scheiß wilde Krawumms hat mir mehr Probleme gemacht, als du Haufen Abfall. Und da kommt der nächste Trainer. Du wirst mir keine Probleme machen. Ey, willst du mir... Sag mal, kann mir irgendwer erklären, warum all diese... Ist das dein Ernst? Diese Kackviecher haben doch alle Schutzschild. Ich krieg hier einen Krampf im Augapfel. Ich hab keinen Blitz. Ich hab keinen... Ich hab keinen Blitz! Alter, bitte sag mir irgendeiner meiner Sklaven hier, von denen die nichts können. Welche von euch... Hier, du kannst doch bestimmt Blitz, oder nicht? Dann wird für die Zeit mal Girafarik eine Pause bekommen. Du kannst doch bestimmt Blitz, sehe ich das richtig? Ich meine, was gibt es für einen Grund, dass du keinen Blitz kannst? Eben. Ja, außerdem deine... Ja, genau. Ich lasse sicher Explosion drin. In einer Nasslok. So, jetzt bin ich meinen ersten Schutz los. Und ich sollte den auch nicht direkt nachballern. Die Siegesstraße ist lang. Mal ernst, ich hatte irgendwie erst gehofft, dass ich die in einer Folge hinkrieg. Aber nein. Ich habe ehrlich gesagt zwar keine Ahnung, wie lang die genau ist. Aber so kurz ist die nicht, dass das nö mö... Girafarik ist mein Stärke-Pokémon. Girafarik hat Stärke! Und ich wollte gerade sagen, dann lege ich... Alter, du wärst ein richtig geiler Encounter gewesen. Ich wollte gerade sagen, dann lege ich halt Sandama ab. Hm, warum glaube ich nur, dass ich auch Rock Smash brauchen werde? Wir sind hier in der Siegesstraße. Auf Deutsch, VM-Sklaven ohne Ende sind nötig. Girafarik, komm wieder. Voodoo, du hast doch keine VM, ne? Meine wirklich... Voodoo ist wirklich das verzichtbarste Teammitglied, auch wenn er gerade einen EP-Teiler dabei hat, jetzt mal for real. Wir rennen hier jetzt durch. Jetzt habe ich aber alle... Oha, Pflanzi! Pflanzi war ja eins der Pokémon, das nach einer Weile ersetzt... War das nicht sogar das letzte, das ersetzt wurde?
gegen Bulbi, die inzwischen leider auch weg ist. Ich bilde mir das zumindest ein. Ja, hier auch wieder überall andere Encounter, also... Ich weiß, dass das Ding saunervig sein kann. Übrigens, zum Rock Smash. Ich hab's so gewusst. Oha, kleiner Günther. Ja, übrigens, mal so hier ganz nebenbei. Für die Leute, die Pokémon nicht kennen. Die Siegesstraße ist in jedem Spiel der letzte... Alter, wie gern hätte ich jetzt Elektro dabei. Also, sinnvoll Elektro. Ich könnte ihm eigentlich schon ein paar Sonderbonbons geben, der hat zumindest eine Elektroattacke, aber wird mir jetzt nicht weiterhelfen. Oh, sehr schöner Hit. Der springt übel viel. Ah, warte, Gesteinkäfer. Dann gehe ich lieber auf Bob. Ich wollte erst auf Arcani. Ja, das bringt ihm nicht so viel. Das ebenfalls. Und da ist es weg. Das Design finde ich cool, muss ich sagen. Und verkackt. Die Siegesstraße ist in jedem Pokémon-Spiel. Die letzte Route an sich ist es, muss man überlegen, ob es wirklich eine Route ist. Auch hier Ausnahme Sonne, Mond, Ultra, Sonne, Ultra, Mond, da gibt es keine Siegesstraße. Aber an sich, die letzte Prüfung, die man vor der Liga zu bestehen hat. Octillery, Alter, was ist mit dir falsch? Oha, Günther, ein bisschen größer. Ey, jetzt mal im Ernst. Wasser-Pokémon machen mein Team halt schon ziemlich kaputt. Kann das sein? Sehr schön. Das ist die Vorentwicklung. Und aufgrund des Psychotyps ist der Shadow Ball auch nice. Dragonair ist die Zwischenentwicklung. Da hilft mir Eis gegen. Der Aurora Beam ballert. Da hilft dir auch eine Heilung nicht. Die Typen heilen hier offensichtlich gerne. Oha, Walross. Okay, hier ist ein Trainer, der ein Item bewacht. Hier gibt es Walrosse. Vier Viecher hat der. Ja, da denke ich mir halt echt, Alter, was ist denn los? Ah, Reptain. Sind wir hier in Team Himmel? Ich feiere das Design hier halt von Reptain, muss ich sagen. Heißt nicht, dass ich ihn nicht verbrenne. Wieder mal Wasser-Pokémon auf Seiten des Gegners, aber es ist nur ein Shiggy. Ein Shiggy! Das genau wie jedes zweite Pokémon in diesem... Wieso kann jeder Schutzschild... Oh Gott. Aber das ist... Er hat einen Riesenfehler gemacht. Nee, warte. Warte. Ich bin so dumm. Ich bin so lost. Ich meine, er hat trotzdem mein Wasser geboostet. Aber ich habe mir gerade eingebildet, das wäre Panflams Endform. In der dritten Gen. Yo, Gewaldro. Digga, ich spiele die dritte Gen und rechne mit fucking Panflams Endform. Ich bin halt endlost. Jawohl, Poison-Teil. Raus. Nidoran, das kriegt auch anders hier, komm. Ist ja ein Poison-Type, kriegt ein Psy-Beam und tschüss.
Die ganzen Encounter sind zwar ein bisschen unnötig, aber hey. Ein Doppel. Ich glaube, ich bin auch auf einem sehr... ja, auf jeden Fall wechseln. Ich glaube... Oh, warte, der Erdbeben ist halt kacke. Surf trifft nur die Gegner. Ich stelle so auf. Okay, Bob macht einen Surfer und tatsächlich auf den da, Flame Wheel. Jetzt echt! Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass es so reichen wird. Der hielt das Kackviech. Du willst mich schon flachsen, oder? Ich mach nochmal denselben. Sehr gut, erstes raus. Ich bin jetzt ehrlich gesagt relativ optimistisch. Das Ding macht ja nicht mal Wasserattacken, also. So, diese Runde krepiert's einfach genau dasselbe weitermachen. Und damit ist Miltank das letzte Pokémon, das mir im Weg steht. Ich mach mal keinen Surfer mehr. So und so. Alter! Komm, YOLO. Und raus. Ich glaube, das hatte Werte getauscht und hat deswegen so gut getankt. Nenn die wir. So. Ich denke, ich bin nicht... Da vorne ist eine Leiter, die ich nehmen kann. Da geht's dann. War das gerade wirklich alles umsonst? Ich hätte auch einfach 2 Meter laufen. Dieser gesamte Abschnitt hier war alternativ. Ich hätte nichts hiervon machen müssen. Das lasse ich jetzt an dir aus. Und ich sag vor 2 Sekunden noch, ich glaube, wir kommen ganz gut voran. Ich bleib. Uff, das war nicht schlechter, denn... Oh, jetzt kommt er. Nein, ey, wie mies ist das? Er kommt noch mit einem Günther. Erstens sind Wassertypen gegen mich broken. Und dann auch noch der. Einfach noch der mentale Fakt. Du tankst noch ein. Außer der Cake macht einen Critical Hit! Als wenn! Als wenn er crittet. Als wenn er critten würde. Komm. Nichts Riskantes machen hier. Komm, komplett nicht auf Risiko. Mann, jetzt haben wir ein fucking Pokémon verloren. Weil wir durch eine alternative Gegend gerannt sind. Einfach an einen Ort, an dem es gar nicht weitergeht. Vor allem für die Liga. Für die Liga ist das jetzt ein richtiger Crit in meine Fresse. Jedes verlorene Pokémon tut so weh. Ich habe jetzt... Wenn mir noch eins stirbt, dann bin ich so im Arsch. Ich habe noch ein gutes Pokémon auf der Backup-Box. Mit dem heutigen Encounter... Krakelos Zwischenentwicklung. Kravums, hoffe ich. Seemobs! Ja, das Wassertyp habe ich halt nicht so effektiv gegen... Alter, das ist stimmt. Gegen Wassereistyp, ne? Der Typ haut einen Blizzard rein, Alter! Willst du mich jetzt verarschen? Ist das nicht ein bisschen unnötig? Das hat Schlafrede! Junge!
Ich ändere meine Meinung über Seemobs in diesem Kampf gerade von vorne bis hinten. Digga! Geht's hier denn weiter? Hier ist auch nur ein Item. Hier. Pipi ab. Pipi, lol. Surfer vielleicht? Erdbeben, Flameburst. Blast. Ich gehe auf Fireblast. Nur eine Frage. Wo zur Hölle geht's weiter? Nee, die wollen mir... Ich weiß, was die wollen. Mir sagen, dass das auch only optional war. Und der richtige Weg ist da unten, wie auch immer ich da hinkomme. Gerade unter mir. Ich war von Anfang an hier auf der falschen Spur. Ich bin die ganze Folge lang auf einem optionalen Weg gerannt und habe ein Pokémon daran verloren. Es ist doch bescheuert. Vor allem mein Stärke-Pokémon. Damit gesellt sich das erste Pokémon zum alten Team. Wie gerne würde ich denn jetzt mit diesen Pokémon hier... Wie gerne würde ich mit diesen 6 Pokémon in der oberen Reihe hier durchreisen. Die sind einfach so gut. Wirklich scheiß Moveset jetzt mal for real. So, wieder eine kurze Leveling-Session. Hyper Beam ist halt schon eine starke Attacke. Andererseits für einen Nuzlocke ein bisschen arg risky, oder nicht? Ach komm, weißt du was? Zack. Ich werde Hyperbeam garantiert nicht oft nutzen, aber es kann sein, dass sich eine Situation ergeben wird. Nein. In der es mich rettet. Ich tue es auf 47. Ah ja, und jetzt mal gucken, was ich wegen Stärke machen kann. Das bringe ich. Hier, guck mal. Du bist jetzt irgendwie schon ein bisschen VM-Sklavenmäßig. Obwohl. Eine gute Bodenattacke bräuchtest du, aber ansonsten ist das gar nicht so schlecht, dein Moveset. Du aber. Du bist ja auch ein Normaltyp. Das macht's noch besser. So. Und jetzt nochmal das Ganze von Grund auf neu angehen. Ja, Kahn, geh mal vorne ran. Dieses Mal nehme ich diesen Weg. Wir werden heute natürlich... Sehr schön. Wir werden heute jetzt natürlich nicht mehr viel machen. Natürlich kaum wechsle ich vom Wasser-Pokémon weg. Trotzdem One-Hit. Was? Was? Der Typ hat 2 Kamerupt. Was ist mit dem viereckig?
Ja, ich glaube, das bringt mich nicht zu einem Ort, wo ich hin will. Die heutige Folge muss dann auch gleich schon wieder enden. Und wir werden wann anders weitermachen müssen. Wir haben halt wirklich nicht viel geschafft heute. Ich habe anscheinend einen sehr seltenen Encounter erwischt. Aber ehrlich, ich hätte einen Lavitar auch richtig gerne genommen. Ey, jetzt mal im Ernst, ich bin gerade komplett am Arsch. Wo geht's denn lang? Alter, hier gibt's so viele Pokémon, die ich gerne gehabt hätte. Ist das da, wo ich gerade, ohne es zu wollen, runtergesprungen bin? Hä, wie komme ich weiter? Ja, nicht hier. Jetzt mal for real. Ich habe keinen Plan, wie diese Siegesstraße gerade funktioniert. Ich bin komplett aufgeschmissen. Hä? Ich blick's halt nicht. Ich blick's halt nicht. Es geht. Es muss irgendwo hier weitergehen. Das würde auch. Ich meine, warum sollten die neben den normalen Weg den Kampf gegen Wally packen? Aber wo? Also ich will hier jetzt schon noch zumindest rausfinden, wo es weitergeht heute. Darunter muss ich doch wahrscheinlich. So, hier kann ich mir jetzt das Item holen. Wow. Hier war ich schon. Da drüben komme ich nicht hin. Hier ist der Bereich wieder. Aber hier ist alles, was ich machen kann, optional. Hier gibt's nirgends einen Weg weiter. Hier vor allem, das sah noch so richtig aus. Mit einem Doppelkampf. Allem. Aber es ist alles alternativ nicht nötig, um weiterzukommen. Ich bin komplett aufgeschmissen, ich bin ehrlich. Das ist das Problem an Siegesstraßen. Wenn man keine Ahnung hat, wie sie funktionieren, ist man im Arsch. Hier geht's nirgends weiter. Es geht hier nirgends weiter. Ich muss halt irgendwie da runter da. Das war nicht mein Plan. Komplett lost, kein Plan. Ich wollte den hier nicht schieben, Alter. Jetzt muss es dazu auch noch so frustrieren. Ich bin nicht gelaufen! Junge! Mach das noch einmal, ey! So. Eins. Hoch. Rechts. Eins. Zack. Einsetzen. Eins. Runter. Hoch. Danke. Und wo war das Problem? Hä?
Warte. Ja, hier war auch nur ein Item. Genau. Hier war ich doch auch schon, oder nicht? Genau. Hier ist kein Weg weiter. Wo geht es weiter zur Hölle? Und hier ist der... Ich bin komplett lost. Vergesst es. Ich brech die Folge an dieser Stelle ab und google bis zum nächsten Mal, wo zur Hölle es weitergeht. Ciao.